Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Oh. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Leon. Ich spreche mit Familie Sommer. Mit wem wollen Sie sprechen? Dimitri Sommer steht hier. Ja, am Telefon. Ich habe Zimmer verstanden. Ha, Entschuldigung, Sie bitte. Alles gut. Stromanbieterwechsel. Deswegen habe ich Sie angerufen. Sie wissen ja, die Strompreise sind ja leider wieder erhöht worden. Und Sie bekommen ja wieder eine Preisgarantie, Herr Sommer. Schon wieder? Wie viel? Ja, ab Februar kommt hier wieder eine Erhöhung, Herr Sommer. Oh nein. Richtig. Und wie viel bezahlen Sie denn jetzt aktuell für Strom monatlich? Oh, das ist ja gerade vor einem halben Jahr erst wieder erhöht worden. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir bei 103 oder 105 Euro irgendwie sowas? 105 Euro, ne? Und für zwei Personen oder drei? Ja, wir sind zu zweit. Immer der Enkel ist oft da, aber meine Frau und ich wohnen hier, ne? Welche Anbieter haben Sie jetzt aktuell? Wir sind bei den Stadtwerken. Vattenfall? Ja, Grundversorger. Ja, das ist genau. Die Frage kam neulich schon mal auf, genau. Okay, ich schau mal. Sie sind ja ein Bestandskunde, deswegen bezahlen Sie so viel. 105 Euro bezahlen Sie für 2500 kWh, ne? Kommt das denn? Das wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich weiß nur, was ich bezahle da, ne? Normalerweise reicht es 2000 bis 2200. Aber ich mache hier 2500, damit Sie keine Nachzahlung bekommen. Warten Sie mal. Das ist gut. Nachzahlung will ich nicht haben. Da ist man ja gleich pleite dann. Ja, richtig. Dann müssen wir hochstufen. Ich habe hier 2500 gemacht. Was bedeutet das? Ein Augenblick, ich schaue mal kurz. Ich habe hier die Vattenfall. Ich habe hier die Stadtwerke für Sie. Ja. Die Sie wieder sparen können. Und Stadtwerke Krefeld produziert seinen eigenen Strom. Deswegen hat er sehr günstige Preise. Und für 2500 kWh, warten Sie mal, 2500 kWh, bezahlen Sie nur noch 70 Euro, fest für 2 Jahre. Ist 70 Euro? Richtig, für 2500 kWh. Das ist ja ein traumhafter Preis, warum ist denn das so günstig bei denen? Weil Stadtwerke Krefeld produziert seinen eigenen Strom, Herr Sommer. Ach, die haben ein eigenes Kraftwerk? Ja. Das ist ja von klasse. Von Wind. Und deswegen hat er so sehr günstigen Arbeitpreis. Und bezahlen Sie nur noch 70 Euro, Herr Sommer. Das sehen Sie gleich. Ich muss Ihnen eine E-Mail schicken. Das ist ja 35 Euro im Monat. Sie sparen ja 35 Euro. Warten Sie mal. Ist gut. 35 mal 12, das macht ja 470 Euro. 420 Euro, entschuldigen Sie bitte. Jährlich, die sich das ist ja bombastisch. Da muss ich ja schon mal vielen Dank sagen. Herr Sommer, benutzen Sie auch Gas zu Hause? Nochmal, was war die Frage? Benutzen Sie auch Gas zu Hause, Gas? Ja. Und wie viel bezahlen Sie denn für Gas? Oh, das war nicht ganz so viel. Das sind, was ist, 85 oder 90 Euro? 90 ich Euro. Ich muss nachschauen. Ist das nur für Kochen, ne, glaube ich? Oder? Ja, das ist ja für das Stöfchen, ne? Kochen und Wärmewasser. Genau. 90. Dann haben Sie höchstens 5000 kWh, ne? Können Sie mal kurz die Unterlagen mal nachschauen, damit wir keine Fehler machen. Wie meinen Sie? Können Sie die Unterlagen mal nachschauen? Was soll ich denn nachschauen? Sie haben ja, haben Sie eine Jahresendabrechnung? Oh, sicher irgendwo, die kommt ja einmal im Jahr, ne? Okay. Können Sie kurz mal die Unterlagen mal nachschauen, wie viel Verbrauch Sie haben? Ich habe hier 8000 kWh eingetragen. Reicht das Ihnen? Ich will mal eben schauen. Ich habe das wegen der Steuer zufällig hier alles ungefähr griffbereit liegen. Und Sie rufen jetzt von den Stadtwerken Krefeld an, ja? Richtig. Stadtwerke Krefeld sind wir Vertriebspartner. Ach so. Aber wo sitzen Sie, wenn ich fragen darf? Wir sind die Missionäre und wir sind die aus Hamburg. Aus Hamburg? Sind,
Richtig. Und wir sind die Vertriebspartner mit dem Stadtwerk Krefeld, Herr Zommer. Das ist ja klasse. So. Und, das sehen wir gleich, Herr Zommer. Ich muss ja eine E-Mail schicken. Das eine E-Mail? Alles. Das ist gut. Nur, ich habe mal geguckt, das waren jetzt zuletzt war der Verbrauch. Da habe ich sogar ein kleines bisschen was wiedergekriegt. Weil wir sollten ja alle Energie sparen. Da waren das 7600 gewesen beim Gas, ne? 7600? Ja. Okay. Ich mache hier lieber 8000. Ja, besser ist das, ne? Aber wenn meine Frau friert, dann kann ich dir ja nicht sagen, Margrethe, zieh dir mal noch einen Pullover an. He? Das hat ja so mancher Politiker geäußert, der dann von den Leuten nicht von der Fähre gelassen wurde. He? Das hat das Pack ja sowas von verdient. He? Sind Sie auch beim Vattenfall, beim Gas? Bitte? Sind Sie auch beim Vattenfall, beim Gas? Ja. Auch beim Vattenfall. Schon Ewigkeiten, ne? Ich schau mal. Was schauen Sie denn? Ich habe hier die Preise nachgeschaut. Ach so. Ich habe. Haben Sie da die Preise von allen Anbietern vorliegen? Haben Sie da so einen großen Katalog? Ja, das ist ja fantastisch. Mit mehreren Anbietern zusammen. Sie kennen ja Check 24, ne? Was kenne ich? Check 24, ein Wechselportal. Wir sind ja auch so Art und haben hier mehrere Anbieter. Und ich habe hier die günstigste Preise, 9 Cent, beim Stadtwerke Krefeld, beim Gas. Und bezahlen Sie nur noch 72 Euro. Das ist gut. 72 Euro für 8000 KWh. 8000? Für 8000 KWh. Wissen Sie, was heißt dieses KWH eigentlich? Das frage ich mich jedes Mal. Herr Zommer, das ist die jährlichen Verbrauch. Was Sie ja jährlich verbrauchen. Ja, ja, das weiß ich, aber diese Abkürzung KWH, was bedeutet denn das? Kilowattstunde ist das. Ach so. Wie berechnet sich das? Kann man das irgendwie nachvollziehen, so als Verbraucher? Natürlich. Ja, wie denn? Wir können ja auch zusammen rechnen, wenn Sie wollen. Oh ja, sehr gerne. Und ich brauche keinen Taschenrechner. Ich habe Mathematik unterrichtet, 60 Jahre lang fast. Okay. Dann rechnen wir mal. Sie haben mir gesagt, dass Sie 90 Euro bezahlen, ne? Genau. Ich schaue mal kurz. 90 Euro mal 12. Ja, da sind wir bei 1080. Ja, und geteilt durch Ihren Verbrauch? Also durch die 7600? 600, ja. Oh, das wird jetzt schon interessant. Das müsste 0,15 sein, 0,15. Ja, 0,15, ja. Ich habe hier 9 Cent. Sie haben mir 15 Cent. Ah, so, ja, sehen Sie mal. Gucken wir mal den Rechenweg erst mal kennt, dann wird alles einfacher. Richtig. Das ist gut. Sie und wie würde ich das jetzt auf? Wir müssen das jetzt ja nach Verbrauchsstellen noch kategorisch aufteilen. Über mir hängt jetzt gerade ein Deckenleuchter mit 6 Glühbirnen. Wie kann ich das da einberechnen? Was ist das? Habe ich nicht verstanden. Ein Deckenleuchter, eine Lampe. Ein Deckenleuchter. Mit 6 Glühbirnen. Wie kann man das berechnen? Das weiß ich auch nicht, weil ich habe immerhin noch Ausbildung, Herr Zommer. Deswegen. Ach, Sie sind in der Ausbildung? Ich gebe hier gleich meinen Vorgesetzten. Das ist schön. Was ist das denn für ein Beruf, den man da lernt bei Ihnen? Ja, wir sind ja die Wechselportal. Wir wechseln die Stromanbieter zu dem Tarif, Herr Zommer. Das habe ich verstanden, aber Sie haben ja gesagt, Sie machen eine Ausbildung. Was für ein Beruf ist das denn, den Sie da lernen? Ja, ich bin neu angefangen, deswegen. Ja, das habe ich verstanden, aber Sie sind jetzt ja kein Bäcker, kein Metzger. Wie bezeichnet sich das denn, was Sie da machen? Ja, wir sind ein Callcenter. Ja, das weiß ich, aber Ihr Beruf, wie nennt sich Ihr Beruf? Ist das dann, Callcenter ist ja kein Ausbildungsberuf. Nein, wir wechseln die Stromanbieter. Ja, das weiß ich. Ich fürchte, ich drücke mich zu undeutlich aus, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ist aber auch nicht wichtig. Machen Sie sich keine Gedanken. Herr Zommer. Ja? Ich kann es so erklären. Wir sind ein Wechselservice. Wir wechseln die Stromanbieter zu den günstigen Tarif. Ja. Und wir arbeiten mit mehreren Anbietern, damit Sie günstige Preise bekommen können. Das finde ich toll. Warten Sie mal, ich gebe kurz meinen Vorgesetzten, okay? Ja, warum denn?
Sommer, ich bin jetzt die Vorgesetzte, die Frau Glück, habe das Gespräch übernommen. Der Kollege ist noch in der Ausbildung, aber er war ja nett und freundlich, oder? Ja, ja, ich wollte ihn auch nicht wegseuchen. Ich habe nur gefragt, was das denn für ein Ausbildungsberuf ist, aber ich fürchte, er hat mich falsch verstanden. Ich wollte ihn nicht kritisieren oder so. Nein, um Gottes Willen. Herr Sommer, es ist ja so. Also wir sind ja, wie der Kollege ja schon gesagt hat, wir sind ja in der Saat wie Tech24, die telefonische Abteilung. Ja. Wir sind natürlich eine ganz große Firma, die Mission Energie, und sind Vertriebspartner der Stadtwerke Krefeld und der TERG und machen immer den Anbieterwechsel. Das heißt, wir rufen unsere Mitbürger an wegen den günstigeren Preisen, weil wir ja auch natürlich dann auch die Vorarbeit für unsere Mitbürger leisten wegen dem Wechsel, damit der Kunde sich natürlich um die Sachen, sozusagen um die Strompapiere nicht kümmern muss. Das ist nett. Das hatte ich ja auch verstanden, genau. Soweit. Genau, das ist ja unser Job, natürlich alle unsere Mitbürger in jedem Ort anzurufen, um über die Strom- und Gaspreise zu kontaktieren, um Anbieterwechsel zu machen. Richtig. Ja, das habe ich verstanden. Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Das sind über 500 Euro, was er mir da vorgerechnet hat, ne? Richtig, Sie haben natürlich also beim Strom haben Sie natürlich jetzt wieder eine Ersparnis, macht ihr im Monat 35 Euro. Das sind also, Sie haben jetzt nur alleine beim Strom die 420 Euro ein Ersparnis, ne? Ja. Und beim Gas haben Sie genau das Gleiche. Das heißt, Sie sparen ja auch beim Gas die 18 Euro im Monat, macht 216 Euro. Und wenn man das dann so ausrechnet, sind Sie natürlich dann bei 636, knapp 700 Euro für ein Ersparnis. Mit diesem, das ist massiv, ne? Natürlich. Wissen Sie auch warum? Weil Sie natürlich wieder neu wechseln. Als Neukunde, Herr Sommer, bekommt man immer bessere und günstigere Preise als ein Kunde, der natürlich nicht wechselt und immer wieder als Bestandskunde für denselben Strom und für denselben Gas immer mehr zahlen muss. Ja, ja, das ist frech, ne? Natürlich ist das frech. Deswegen wechseln ja Millionen Menschen den Anbieter, weil man ganz genau weiß, wenn man natürlich als Neukunde immer wieder anfängt. Das ist ja genauso wie bei den Telefonverträgen ja auch. Ach, aber eigentlich ist das ja komische Welt, ne? Weil ich kenne das noch von so früher, dass Stammkunden immer einen guten Preis gekriegt haben. Dann habe ich nämlich neulich auch mal angerufen hier bei den Stadtwerken. Sag, ob die denn, ob es da eine andere Angebote irgendwie gibt. Und ja, die sagten, ich habe schon den besten Preis, aber dann ging es ja wahrscheinlich nur um das, was die anbieten können. Natürlich, Herr Sommer. Und da wir natürlich jetzt wieder günstige Preise in Ihrem Ort haben, weil wir auch mehrere Anbieter haben, hat mein Kollege ja Ihnen auch schon einen Tarifabgleich gemacht. Und wie man natürlich erkennt, hat man natürlich wieder ein Ersparnis für Sie da rausbekommen. Ja. Und Sie natürlich jetzt wieder die Preisgarantie für 2 Jahre bekommen. Was bedeutet das denn? Preisgarantie? Ja. Genau, also es ist ja so, wenn man wechselt, hat man immer eine Preisgarantie für 1 Jahr oder für 2 Jahre, Herr Sommer. 1 Jahr empfehlen wir natürlich nicht, weil diese 1 Jahr immer eine eingeschränkte Preisgarantie ist. Bei der eingeschränkten Preisgarantie darf der Anbieter sie immer wieder mit erhöhen, weil dann sind sie auch nicht von den ganzen Erhöhungen abgesichert. Oha. So, aber wenn sie dann immer für 2 Jahre mit voller Preisgarantie wechseln, darf der Anbieter sie nicht erhöhen. Geht nicht, weil sie abgesichert sind und werden dann auch bei diesen Preisen dann 2 Jahre lang bleiben, ohne eine einzige Erhöhung zu bekommen. Oh, das ist ja klasse. Also wenn das jetzt irgendwie da, sag ich mal, mit dem Krieg oder allem noch ganz schlimm wird, dann dürfen die das nicht teurer machen. Nein, solange sie natürlich mit der Preisgarantie gebunden sind, Herr Sommer, darf der Anbieter sie erhöhen. Und was ist, wenn die Preise extrem fallen würden? Kriege ich das dann auch günstiger oder habe ich dann Pech gehabt? Nein, Pech haben Sie nicht, Herr Sommer. So, also ich gehe ganz stark davon aus, Herr Sommer, das verspreche ich Ihnen auch 100%, dass diese Preise, also die Strompreise und die Gaspreise werden nicht gesenkt. Die werden immer teurer und schlimmer, wie letztes Jahr und davor das letzte Jahr auch. Und vorher, vor 2 Jahren, ob Sie sich noch erinnern können, war das ja durch die Energiekrise, alles ja wieder hochgegangen ist mit den Preisen. Da haben wir seit Jahren mal wieder das Essen auf dem Kamin gemacht, weil das alles so unfassbar teuer war, ne? Genau, vor allem, weil jetzt auch die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse nicht mehr da ist. Die sollte jetzt eigentlich bis März sein, aber hat ja der Staat ja abgeschaffen, dass jetzt die Strom- und Gaspreise jetzt schon seit Dezember, also Anfang Januar, nicht mehr gibt. Deswegen werden auch dadurch die Arbeitspreise über 40 Cent bei allen Menschen abgerechnet. Das ist eine Riesensauerei. Wenn man mal guckt, was der Strom in anderen Ländern kostet, ne? Das ist eine totale Frechheit, was die da mit uns machen. Also ich weiß nicht, was in anderen Ländern, da sind die auch Preise natürlich teurer. Nicht nur Strom ist ja teurer, Herr Sommer, alles. Benzin, Lebensmittel, alles ist teurer.
Das ist Wahnsinn. Man muss natürlich immer mal sozusagen recherchieren oder halt schauen, umschauen, wo, was ich jetzt wieder für ein Ersparnis da habe. Und ich glaube nicht, dass sie auch eine Person dient, das jetzt für denselben Strom und für denselben Gas jetzt viel zahlen, weil sie zahlen jetzt schon sehr viel für zwei Personen. Ja, jetzt ja dann nicht mehr, ne? Natürlich, sie werden jetzt mit dem Wechsel zu der Stadtwerk Krefeld beim Strom statt 105 jetzt nur noch die 70 Euro zahlen und beim Gas statt 90, 72 Euro mit Mehrverbrauch und wieder mit der Preisgarantie für 2 Jahre. Da muss ich jetzt aber irgendwie noch mal rausfinden, wann ich da den kündigen kann. Das kann ich ja bestimmt auch nicht einfach so machen, oder? Natürlich, Sie sind ja schon länger bei der Vattenfall, ne? Also eigentlich schon immer. Sehen Sie? Weil der Grundversorger ist ja bei Ihnen die Gase. Sie haben ja auch damals mal zu Vattenfall gewechselt, weil es ja günstig war, ne? Ich gehe davon aus. Ich habe da nicht so den Überblick, muss ich sagen. Alles gut, Sie können sich bestimmt nicht daran erinnern, Herr Sommer. Deswegen haben wir uns ja nochmal bei Ihnen gemeldet, weil damals hatte man Ihnen ja auch versprochen, dass man Sie wieder kontaktiert, wenn die Preise natürlich teurer werden und wenn die Preisgarantie ausläuft. Und das ist deswegen ist ja auch der Punkt, warum wir uns ja nochmal bei Ihnen melden, damit sie immer wieder günstig werden. Menschen, die ihr Versprechen halten, das ist auch selten geworden dieser Tage. Richtig, da haben Sie vollkommen recht. Heutzutage wird kein Mensch den versprochen wird auch nicht gehalten. Nee, das ist wirklich, wirklich traurig. Früher konnte man noch irgendwo hin, da hat man gesagt, ja, ich besorge dir das, Handschlag drauf und das kann man ja heute nicht mehr machen. Da hast du ja gleich eine Waschmaschine stehen. Natürlich, man sollte auch heutzutage aufpassen, Herr Sommer, da haben Sie vollkommen recht, weil ich kann Ihnen ja auch viel jetzt am Telefon versprechen, was ja da gar nicht bei jetzt spricht. Sie müssen natürlich als Kunde wissen, dass es um einen Stromanbieterwechsel geht, was Sie natürlich wieder für ein Ersparnis haben und weil Sie das auch gleich sowieso sehen werden und mit mir auch zusammen durchgehen müssen, sind Sie nochmal auf der sicheren Seite, weil das, was Sie dann auch gleich sehen, bekommen Sie sowieso nochmal schriftlich, schwarz auf weiß, per Post von der Stadtwerk Krefeld nochmal nach Hause zugeschickt. Na, das ist doch klasse. Richtig. Herr Sommer, Sie haben ja eine E-Mail-Adresse, ne? Ja, doch diverse sogar zwischenzeitlich. Ich habe mal Passwörter vergessen. Oh, nicht gut. Kommen Sie überhaupt nicht in Ihren E-Mail-Eingang rein? Nee, das ist also momentan, ich habe mir einen neuen angelegt. Ne, was haben Sie denn da noch hinterlegt? Vielleicht haben Sie ja mein altes Passwort noch. Ich habe hier keine E-Mail-Adresse da. Nein. Ach so, das wäre natürlich zu schön gewesen. Aber dann können wir ja die neue nehmen, die ich mir gemacht habe. Okay, aber wissen Sie jetzt von der neuen E-Mail-Adresse das Passwort? Ja, da bin ich gerade drin. Da mache ich gerade die Kondolenzpost fertig, ne, für den Rainer. Super. Er wollte so eine Nudisten-WG gründen, aber das ist schief gegangen. Okay. Herr Sommer, ich brauche jetzt wegen dem Anbieterwechsel, damit Sie gleich die PDS von mir zugeschickt bekommen, die was? Jetzt nur noch mal von Strom und von Gas die Stromzähler und die Gaszählernummer. Was wollen Sie mir zuschicken, die FDP? Nein, die PDF, die Vorverträge beim Strom und Gas von der Stadtwerk Krefeld. Die ich habe mit der PDS habe ich aber auch nichts zu tun, ne? Das ist ja ein Link, das ist ein Wechselauftrag. Herr Sommer. Ich weiß, dass die Links sind, aber ich habe mit der PDS ist ja wenig zu tun. Ne? PDS? Ja, das ist ja, sagen wir, die Partei Deutscher Sozialisten. Ne? Das, nur damit wir uns da richtig verstehen. Nein. Wenn ich Ihnen gleich die E-Mail schicke, müssen Sie zum Wechselauftrag gleich tippen, damit Sie zu dem Vertrag kommen, was ich Ihnen damit meine. Dass Sie auch alles sehen müssen, Herr Sommer. Also der Mitgliedschaftsantrag sozusagen. Nein, wegen dem Stromanbieterwechsel. Ja, das meine ich doch. Ach so. Was ist denn ein Vorvertrag? Also ich kenne nur Angebot und Vertrag. Also Vertrag ist ja ganz normal, was Sie wissen. Angebot ist es ja schon, also habe ich ihn ja schon sozusagen gemacht, also mein Kollege. Und das kommt dann natürlich zu einem Vertrag, damit wir Sie natürlich mit den Preisen zusichern, absichern, Herr Sommer. Ja, soll ich Ihnen teurer werden? Soll ich Ihnen das aufs Fax legen? Wieso auf Fax denn? Naja, damit man die Unterschrift auch sehen kann. Sonst mit der Post dauert das so lange. Wenn Sie gleich die E-Mail bekommen, wenn wir das so zusammen durchgehen, Herr Sommer, und wenn alles so stimmt, müssen Sie mir das sowieso gleich mit Ihrem Nachnamen bestätigen, damit ich Ihnen das nochmal schriftlich rausschicken kann. Ach so, ja, langsam ergibt das Sinn. Verzeihen Sie, ich bin da nicht so ganz auf dem neuesten Stand scheinbar. Alles gut, das ist sowieso heutzutage Technik, weil die Stadtwerk Krefeld ein Anbieter ist, der das auch so gerne möchte. Und wir müssen uns natürlich an die Arbeitssachen einhalten. Ja, natürlich, klar. Ja?
Herr Sommer, können Sie mir dann jetzt einmal die Stromzählernummer und die Gaszählernummer 5 geben, damit ich das Ihnen das vorbereiten kann? Oh ja, da muss ich gerade eben mal gucken. Jetzt kriegt aber der junge Kollege, der kriegt jetzt keinen Ärger, ne, weil Sie da übernommen haben. Nein, um Gottes Willen, der Herr Leo bekommt doch keinen Ärger. Der ist noch in der Ausbildung, noch in der Lernphase sozusagen. Ja, ja. Aber er kriegt das ja schon mal so gut eigentlich hin. Ja, nee, ich wollte ihn jetzt ja auch, wie gesagt, nicht wegseuchen. Ne? Nur das. Was ist das denn für ein Ausbildungsberuf, den Sie da anbieten? Also wir sind ja sozusagen Energieberater, Herr Sommer. Also, sich der Ausbildungsberuf? Richtig, für einen Anbieterwechsel, richtig. Sehen Sie, das wollte ich doch nur wissen, da kam die Verunsicherung her. Ja, der Kollege hat das wahrscheinlich auch nicht so ganz verstanden, ist ja kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Deswegen habe ich das jetzt natürlich als Chefin dann übernommen, dass ich Ihnen das so ein bisschen besser erklären kann. Ich hoffe, ich habe Ihnen das auch so ein bisschen besser erklären können. Ja, doch, ich bin da ja nicht so affin mit der ganzen Technik und allem, das muss ich ja auch zugeben, ne? Ich bin ja im Prinzip Meerschweinchenzüchter in Pension. Ich habe, sag ich mal, mit den ganzen Elektro und Finanzen und so. Das ist nicht so meine Welt. Ich bin eher so der Einstreu- und Zweistreu-Mensch. Ne? Alles gut, kein Problem. Ne? Mögen Sie Meerschweinchen? Was möge ich? Meerschweinchen. Nein. Es ist nicht so Ihr. Sie sind eher der Kaninchentyp, nehme ich an. Richtig. Sehen Sie, das mag ich aber auch. Das ist meistens so, Leute, die Katzen mögen, mögen keine Hunde. Und Leute, die Hasen mögen, mögen keine Meerschweinchen. Das ist so ungefähr wie mit den Israelis und den Palästinensern. Da gibt es wenig Diskussionsbedarf. Also Katzen ist nicht so mein Lieblingstier sozusagen. Herr Sommer, Hunde mag ich natürlich besser und auch Kaninchen, aber so Katzenmensch bin ich jetzt nicht so in dem Fall. Sehen Sie, bei mir ist es umgekehrt. Ich bin, sagen wir, Meerschweinchen und Katzen, aber Hunde sind so gar nicht meine Welt, ne? Weil du magst daran liegen. Alle Hunde, ne? Nicht, also die großen Hunde mag ich natürlich nicht, aber so die kleinen Mini-Hunde, diese Chihuahuas, liebe ich natürlich sehr gerne, aber so große Hunde mag ich leider nicht. Aber das macht ja von der Größe her gar nicht so viel Unterschied zu einem Meerschweinchen oder einem großen Hasen. Sag mal, da kann man doch auch gleich einen Hasen nehmen, den muss man nicht immer spazieren führen. Ja. Das habe ich bei den Hunden nie verstanden, was man da für einen Gewinn dran hat, ne? Ja, Hunde, also mit Hunden kann man natürlich spazieren, mit Katzen nicht, ne? Wenn die zu Hause, also Katzen sind ja für zu Hause geeignet. Ah ja. Mit Meerschweinchen können sie ja auch nicht spazieren gehen, oder? Oh, da gibt's Geschirre für. Die freuen sich, wenn die mal rauskommen. Ja, oder so. Also jedes Tier ist natürlich anders, ne? Ja, ja, die sind total besäuert, die Viecher, aber darum mag ich die ja auch. Ja, natürlich. Die haben ja einen Tempel gebaut, der sieht aus wie bei den Azteken. Da fühle ich mich als Sohn geehrt darauf. Alles gut. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Ich war 1997, da war ich in der Sendung Wetten, dass zu sehen. Waren Sie da schon auf der Welt? Weiß ich nicht. Ja, Sie wissen doch, wann Sie geboren sind, oder nicht? Ach so, natürlich. 1997. Ah, ja, dann haben Sie es wahrscheinlich gar nicht gesehen im Fernsehen, aber ich habe da einen Weltrekord aufgestellt im Meerschweinchen hochstapeln. Ich habe 13 Stück übereinander geschafft. Und dann ist das leider kollabiert. Ne? Das ist dann aus Tierschutzgründen wäre es höher auch nicht gegangen. Und meine Enkelin, die nervt mich da heute immer noch mit und will immer wissen, Opa, wie viele Schweinchen Wann hast du gestapelt? Sind Sie denn auf die Welt gekommen, Herr Sommer? 46. 46? Ja, am 8. Mai. Okay, einen Moment. Also ein alter Knacker. Alles gut, um Gottes Willen. Herr Sommer, haben Sie noch mal wegen der Zählernummer geschaut, wegen Strom und Gas? Nochmal bitte? Wegen der Stromzählernummer und wegen der Gaszählernummer brauche ich ja nochmal. Ja, können Sie das nochmal vorlesen? Was denn? Die Nummer? Nein, ich habe ja noch nichts aufgeschrieben. Ich brauche die Stromzählernummer und die Gaszählernummer. Sie wollten ja schauen. Ach, pardon, ich wollte ja das Dings hier aufmachen. Oh nein, das ist ja wieder peinlich hier so. Das ist erstmal, das ist der Gas, das ist Strom.
Ach Gott, hier stehen so viele Zahlen drauf. Wie lang muss das denn sein, dass ich mich da irgendwie orientieren kann? Das ist immer verschieden. Ich helfe Ihnen da. Ist das jetzt eine Rechnung, was Sie da haben? Ja, das ist die Jahresendabrechnung von 2022. 23 habe ich noch gar nicht bekommen. Das fehlt mir, wo ich Kein das gerade Problem. So Die 22. Rechnung ist auch, weil die Zählernummer ändert sich ja nicht. Herr Sommer, jetzt gehen Sie mal auf die zweite Seite von dieser Jahresendabrechnung. Das hat nur eine Seite. Eine Seite nur? Ja. Ist immer ganz schwierig zu lesen, darum frage ich gerade, wo ich da am besten gucken soll. Okay, wo ist der Zähler bei Ihnen? Im Keller. Okay, haben Sie denn eine alte Rechnung von der Vattenfall da? Ja, die habe ich ja gerade vorliegen. Einmal Strom, einmal Gas, zusammen hat man ganz viel Spaß. Ja, Herr Sommer, diese Rechnung, was Sie da gerade haben, steht da die Zählernummer drauf? Ich suche das gerade, aber hier stehen so viele Verbrauchsstelle, Verbrauchsnummer, Kumulativwert. Ja. Phallusberechnung? Ja. Was ist eine Phallusberechnung? Verlustberechnung, was das ist? Ja. Das ist das nicht, Herr Sommer, das brauche ich nicht. Weil diese Seite müsste eigentlich immer so 3-4 Seiten haben, wenn das eine Jahresendabrechnung ist. Also weil hier steht, bei Phallusberechnung steht hier, wenn er noch länger wäre, würde ich nach vorne kippen. Aber nee, das kann das ja nicht sein. Das ist von der Krankenkasse. Ach herrje. Gut, dann gehe ich noch mal eins weiter. Ja? Da steht. Ah, cool, ich habe sogar mal ein Foto. Ja, das hat mich schon mal einer gefragt. Das waren bestimmt Sie beim letzten Anruf. Da habe ich sogar ein Foto gemacht. Da steht Eigentum des Netzbetreibers und darunter ist die Nummer. Richtig, Eigentum des Netzbetreibers. Super. Richtig, die brauche ich. Da steht also die Zahl 1. Ist das jetzt für Strom? Nein. Für Gas? Nein. Sie bringen mich jetzt gucke ich lieber nochmal nach. Sie bringen mich ganz durcheinander. Alles gut. Das ist Ihr Stromverbrauch. Das ist die Zahl 1. Ja. Groß Kaufmann, Groß Friedrich, Groß Martha. Ja. 04. Jetzt muss ich eben mal zählen. 7 mal die 0. Also nach der 04 kommt 7 mal die 0. 7 mal die 0, ja. Und dann 798. Also ich wiederhole nochmal. 1, K wie Kaufmann, F wie Friedrich, M wie Martha. Genau. 04. Ja. Dann kommt 7 mal die 0. Ich zähle jetzt nochmal. 798. Es ist so klein geschrieben hier. 1, 2, 3. Es sind 5 Nullen. Ich entschuldige mich. Okay. Also. Ja. So, nach der 4 kommt jetzt 5 mal die 0. 5 mal, genau. Und dann 7, 9, 8. Ganz genau. Jetzt stimmt die. Das ist jetzt für Strom. Okay. Das ist der Strom. Richtig. Jetzt brauche ich das dasselbe nochmal für den Gas, Herr Sommer? Die gleiche Nummer, das ist aber eine andere Nummer beim Gas. Nein, nicht die gleiche Nummer, sondern so wie wir das gemacht haben für den Gas. Ja, ich lese vor. 2. Lesen Sie 2. KFM, also so wie bei dem anderen. KFM? Ja, und dann kommt auch wieder alles das Gleiche bis auf die letzten drei Nummern. Da steht 666, also Satan im Prinzip, ne? Novus Ordo Seclorum. Herr Sommer, Sie haben doch einen Stromzähler und einen Gaszähler oder haben Sie zwei Stromzähler und einen Gaszähler? Nein. Sie haben einen Stromzähler und einen Gaszähler. Korrekt. Diese kleinen Uhren, wo sich das Rädchen dreht, ne? Da sprechen wir doch von. Genau, von diesem Zähler, was das so dreht, richtig. Richtig. Das Erste, was wir jetzt hatten, war der Strom und jetzt habe ich Ihnen gerade das Gas vorgetragen. Haben Sie diese Gaszählnummer von der Rechnung gelesen? Ja, ich habe da mal Fotos gemacht, als wir das letzte Mal telefoniert haben. Da steht Eigentum des Netzbetreibers, da habe ich in fein Sütterlin drüber Strom geschrieben, beim anderen steht Gas drüber.
Herr Sommer, ist das Haus groß? Das sind 6 Stockwerke, ne? 6 Stockwerke. Okay. Nur bei Ihnen, Herr Sommer. Was ein ist nur bei Gerät? Mir? Nein, ein Zähler, dieses Gerät, Zählergerät. Ja? Dies, also was ist jetzt die Frage? Ich habe es nicht verstanden. Haben Sie 2 Stromgeräte für sich, Herr Sommer, und einen Gasgerät für sich? Ja, also meine Stromgeräte, da müsste ich ein bisschen ausholen. Also ich habe einen Fernseher, eine Musikanlage, dann haben wir einen elektrischen Raumbefeuchter, das ja. Bügeleisen von meiner Frau, dann haben ja. wir die Lampen, der Treppenlift ist auch mit Strom. Aber wozu brauchen Sie das? Nein, nein, Herr Sommer, Sie haben das ich habe das Ihnen falsch gesagt. Herr Sommer, Sie haben ja zu Hause, also im Keller wahrscheinlich, ja. ein Gerät, was sich ja dreht. Ja. Diese Zähler. Ne? Das ist ja ein Zähler. Eigentum ja. des Netzbetreibers. Genau. Haben Sie von diesem Gerät, von diesem Kasten für Sie selber 3 Stück oder 2 Stück? Nee, der Kasten gehört ja dem Hausmeister im Prinzip. Ich habe mal von, und da hat jeder hat da so ein Abteil quasi. Und ich habe von meinen. Der Kasten gehört dem Vermieter, richtig. Genau, und ich habe von dem, was mir gehört, ne, da steht ja mein Name mit dabei, da habe ich ein Foto gemacht. Okay. Okay. Herr Sommer, beim Gas ist das ja richtig. Kommt jetzt am Anfang eine 2 oder die 7? Nee, da kommt am Anfang eine 2. 2 Kaufmann Friedrich Martha. Ja. Dann das gleiche wie bei dem anderen mit den ganz vielen Nullen. Und am Ende kommt 3-mal die 6. Alles andere ist gleich. Super. 2 KFM 04 5-mal die 0 und dann kommt 3-mal die 6 am Ende. Genau, genau. Für Gas. Das ist der Gas, also das Foto vom Gas, ne? Okay. Super, jetzt haben wir das perfekt. So, dann trage ich jetzt das auch ein. Ist ganz schön schwierig alles. Alles gut. Ist gut, dass ich ja heute nicht zur Dialyse muss. Ohne Sie hätte ich das nicht hingekriegt. Dankeschön. Kein Problem, das müssen Sie ja das da. Ist toll. 3, 4, 5, super. Herr Sommer, beim Strom und beim Gas sind Sie ja bei beiden bei Vattenfall. Die Verträge laufen ja auf Ihren Namen. Wie heißen Sie mit Ihrem Vornamen? Bitte? Wie heißen Sie mit Ihrem Vornamen? Eduard. Wie heißen Sie? Eduard. Eduard? Ja. Okay. Ist der Zweitname auch wichtig oder ist das egal? Also es ist ohne Bindestrich, ne? Also Eduard Dimitri heißen Sie? Bitte? Herr Sommer, haben Sie einen Namen oder 2 Namen? Haben Sie mich gerade Dimitri genannt? Nein. Eduard heißen Sie doch. Ja, mein Name ist Eduard. Ich habe Dimitri verstanden. Nein, das nein. Hörgerät macht auch nicht mehr mit. Hörgerät, okay. Also haben Sie einen Namen, richtig? Nee, ich heiße Eduard Werner. Also Werner ist der zweite Name, ne? Okay, aber steht auch... Und der dritte Name ist Christopher. Mit PH geschrieben, falls das wichtig ist. Natürlich ist das wichtig, aber steht das auch so auf dem Vertrag? Schauen Sie mal auf Rechnung nach, welcher Name draufsteht? Nö, da steht nur Eduard. Die sind aber auch faul. Die haben Sommer auch nur mit einem M geschrieben. Das habe ich denen schon 3-mal gesagt. Genau, da steht jetzt nur bei der Vattenfallrechnung Herr Eduard Sommer. Ja, Sommer, weil die haben nur ein M hingeschrieben, die Idioten. Oh, Entschuldigung. Ach, ich habe jetzt hier mit 2 M geschrieben. Da hat Vattenfall falsch geschrieben. Nein, nein. Ich habe mit 2 M geschrieben. Sommer ist mit 2 M ist richtig, wie die Jahreszeit, aber die kriegen das nicht hin. Ne? Hallo? So, Herr Sommer, ja? Wie heißt Ihre Straße? Wo wohnen Sie? Bitte? Wo wohnen Sie? Ihre Straße? Ja, an der Bildeiche 76. An der Bildeiche 76? Ja. An der Bildeiche
76. Okay. Ach, das haben Sie alles vorliegen. Leider nicht. Ich muss ja mal fragen. In Berlin, ne? Nee, das ist Baden-Baden. Wie kommen Sie denn darauf, dass ich in Berlin wohne? Dann haben Sie mal vorher in Berlin gewohnt? Noch nie in meinem Leben. Ich wohne noch in dem gleichen Haus, in dem ich gezeugt, geboren und aufgewachsen bin. Okay. Herr Sommer, können Sie mir Ihre Postleitzahl geben? Natürlich. Das ist 76534. 76534. Natürlich. Da steht da Berlin drin. Ist kein Wunder, dass ich so viel Geld für den Strom bezahle. Das muss daran liegen. Alles gut. So, an der Bildeiche 76 in 76534 Baden-Baden. Richtig? Richtig. Okay. Okay. Herr Sommer, Sie haben, eben hatten Sie ja gesagt, Sie sind am 8.5.1946 geboren, richtig? Genau, 8. Mai. 8. Mai, super. Herr Sommer, wegen der Zahlungsweise mache ich das per Rechnung oder wird immer von Konto abgebucht? Ne, die buchen das immer ab, ne, so monatlich. Und dann gibt es halt einmal diese Abrechnung im Jahr, ob man da nochmal was wiederbekommt. Ne? Genau. Herr Sommer, darf ich denn jetzt hier Ihre öffentliche IBAN-DE-Nummer eintragen? Meine was öffentlich? Die öffentliche IBAN-DE-Nummer, die 22-stellige für die Stadtwerke Krefeld wegen den neuen Abschlägen. Entschuldigung, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Herr Sommer. Ja? Okay, also sollen weiterhin abgebucht werden? Ja, ja, doch. Das käme mir entgegen. Da muss ich nicht immer überweisen. Ne? Das ist sehr anstrengend. Okay, dann habe ich das jetzt auch so hingeschrieben, Herr Sommer. Aber dafür brauche ich jetzt nochmal von Ihrer Bankkarte die öffentliche DE-Nummer. IBAN. Oh, da muss ich gucken. Die habe ich nicht auswendig. Alles gut. Keiner kennt die ja auswendig. Dann schauen Sie nochmal. Ich kannte die mal auswendig, als das, ja? Bevor die das so lang gemacht haben. Ja, die ist auch ein bisschen lang. Ich kenne meine Telefonnummer auch nicht auswendig. Auch muss ich immer schauen. Ach nee, die Zeiten sind ja sowieso vorbei, ne? Richtig. Ja, ich hab's gleich. So, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Bitte? Was haben Sie gesagt? DE? Havi, bitte? Ich hab's nicht, höre zu. Sie hören mir nicht zu? Ich höre Ihnen zu, Herr Sommer. Sie können losgehen. Also deswegen. Ja. Dora Emil? Ja? 275? Ja? 001? Ja? 051? Ja? 765? Ja? 684? Ja? 639? Ja? 31. Super. Wie viele Leute sitzen denn da bei Ihnen? Das hört sich sehr laut an im Hintergrund. Wie viele Leute hier sitzen? Ja. Sieben Mitarbeiter sind wir. Oh, das hat sich nach mehr angehört. Dann haben Sie gute Stimmung da. Ja, das haben wir ein bisschen, weil ja jetzt auch alle sprechen, dann hört man natürlich. Ja, alles gut. Ich habe mich nur gewundert. Welche war das immer? Super. Ich überprüfe mal. Einen Moment. Was denn? Ich überprüfe kurz mal die IBAN. Die ist zwar hier richtig, aber das zeigt mir jetzt irgendwie nicht an. Moment. Das kann ja auch nur ich aufrufen. Das soll ja niemand anderes können. Natürlich, um Gottes Willen, natürlich. Oder was meinen Sie? Ein Moment. So, ich überprüfe mal. Das muss ja auch bei mir grün leuchten. Das grüne Leuchten? Das kenne ich noch von Kai Uwe. Arbeitet der bei Ihnen noch? Wer arbeitet noch? Bei Ihnen, der Kai-Uwe Meier? Der Kai-Uwe Meier? Ja. Der ist nicht, also der ist bestimmt in einer anderen Abteilung. Ach so. Aber der ist noch bei Ihnen, ja? Der ist noch da, richtig. Aber er ist nicht
gerade da, in einer anderen Abteilung ist er. Na, weil mit dem hatte ich ja das letzte Mal gesprochen. Ich habe mir den Namen hier aufgeschrieben, darum frage ich. Ja. Er war auch sehr nett. Herr Sommer. Ja? Diese, die IBAN.de, die Sie mir durchgegeben haben, ist die so richtig? Ja, was haben Sie denn aufgeschrieben? Wir können ja nochmal, haben Sie da Probleme mit? Okay, wiederholen Sie das nochmal bitte. Oh, ja, warten Sie mal. Dora Emil 275 00 105 176 56846 3931. Okay, super. Ah. So. Anstrengend. So, einen Moment. Wer ist denn der Mann, der Ihnen da im Hintergrund immer die Sachen vorsagt? Das ist mein Chef. Ach so, ist das hier, die ganze Firma ist ja hier zugange. Einen Moment mal, Herr Sommer. Haben Sie nicht vorhin gesagt, dass Sie die Chefin sind? Ich bin die Vorgesetzte, aber ich habe ja noch einen Oberchef. Immer einer mehr, als man denkt. Das ist wie bei den Minen, ne? Einen Moment, ich... So, .de. So. Okay. HTML. Ach du Schande. So. Ach, jetzt. Moment mal. Ein hast du ja schon. Super. So. Herr Sommer, ich brauche gleich natürlich die E-Mail-Adresse von Ihnen. Ja, hatten wir das nicht schon? Nein, die E-Mail habe ich Ihnen noch nicht bekommen. Ach, das ist... Ihre E-Mail-Adresse denn? Ja, natürlich. Ach, langsam komme ich durcheinander. Ja. Soll ich Ihnen die vortragen? Alles gut, Sie müssen nicht durcheinander kommen. Ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann wäre das alles einfacher. Ja. Sie sind das aber nicht, der mir gerade wegen den extra warmen Kirschkernkissen geschrieben hat per E-Mail, oder? Nein, ich habe noch keine E-Mail geschickt. Ach so, na gut, dann ist das ja nicht von Ihnen. Hier steht nämlich auch was von Strom. Das ist aber nicht meine E-Mail. Ich habe Ihnen noch keine E-Mail geschickt. Ich muss das ja nochmal zu Sie schicken. Jetzt kostenlosen Preisvergleich sichern. Ist nicht von Ihnen, ne? Nein, das ist nicht von mir, Herr Sommer, nein. So, hätte ja sein können, ne? Nimm das vor. Ja, dann musst du das leider... Rechnung? Moment. Herr Sommer, sagen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse mal, buchstabieren Sie? Ja, also buchstabieren soll ich, ja? Theodor... Buchstabieren bitte, Theodor ja. Anton... Ja? Uhu... Bertha Emil, ja? Zweimal die Zahl 8, @aol.com. Also taube88@aol.com. Ganz genau, Taube wie der Vogel, ganz genau. Richtig, das kenne ich. Ja. Sie wären auch der erste Mensch, der Tauben nicht mögen. Sie Tauben? Ja, Tauben, ja, es geht. Und wie ist es mit Eulen? Eulen? Ja. Mögen Sie Eulen? Oh nein, Eulen mag ich nicht so gerne. Das ist auch wieder so. Die Leute, die Tauben mögen, die mögen Eulen nicht und umgekehrt. Das ist immer so. Okay. Ha. So. Ich hab's gewusst. Ich mache einen weiteren Strich auf meiner Liste. Das ist so mein Ziel, ja, das quasi noch zu beweisen, wissenschaftlich. So. Kontonummer ist verkehrt. Herr Sommer, ich habe die IBAN hier eingetragen, aber die IBAN übernimmt er gerade irgendwie nicht. Oh, ist der Computer kaputt?
Wie bitte? Ist der Computer kaputt? Nein. Die Kontonummer, können Sie mir die bitte nochmal sagen? Ja, ich blätter nochmal eben um. Ich war jetzt gerade schon wieder beim Gewinnspielabonnement. Da muss ich nochmal, ich habe ja gerade meine Unterlagen alle vorliegen, ne? Ja, kein Problem. Ach, ich fürchte, ich habe Ihnen die Kontonummer vom Tagesgeld gegeben. Damit können Sie natürlich gar nichts anfangen. Oh, Entschuldigung, ich muss Ihnen... Die Kontonummer von Tagesgeld? Ja, nein, da habe ich mich vertan im Blatt. Ich gebe Ihnen die richtige. Das ist jetzt vom Girokonto, ne? Vom Girokonto. Ja, jetzt gebe ich Ihnen das ja. Es tut mir leid, ne? Das war keine Absicht. Kein Problem. Haben Sie was zu schreiben? Ich habe was zum Schreiben, ja. Ja, das ist DE93. 903? Nein, fangen wir nochmal von vorne an. DE93? Ja. 502? Ja. 109? Ja. 007? 007, ja. 030? Ja. 49? 5? Ja. 3, 3, 5. 5. Ist ja im Prinzip genau. Super. Jetzt wurde die auch bestätigt. Eben. Genau. Jap. Jetzt haben wir es. So. Jetzt habe ich das. Ja. So. Kusch, das ist doch gut, ne? Natürlich ist das gut. Sie sind ja gerade vor Ihrem Computer, richtig? Ich bin am Schreibtisch, ne? Am Schreibtisch, super. So. Herr Sommer, ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail, okay? Ja. Das können wir gerne machen. Was soll ich damit machen? Ich schicke Ihnen jetzt... Bitte? Herr Sommer, ich hab Ihnen jetzt eine E-Mail geschickt. Auf Ihre E-Mail. Ja. Wenn eine E-Mail gleich ankommt von Nurüppel-Bestätigung, sagen Sie mir bitte Bescheid. Von wem bitte? Wie heißt der Absender? Nurüppel-Bestätigung. Können Sie das einmal buchstabieren? Natürlich. Also N wie Nordpol. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. E wie E-Mail. Ja. P wie Paula. Ja. L wie Ludwig. Ja. Und ein Y. Das Englische No Reply, nicht antworten. Aber wie soll ich das denn dann beantworten? Nein, Sie bekommen gleich eine E-Mail, wo No Reply jetzt draufsteht. Das ist die E-Mail von uns, Herr Sommer. Und dann, was soll ich damit machen? Jetzt, wenn Sie... Ja, die E-Mail müssen Sie ja erstmal öffnen, damit Sie zu Ihrem Vertrag kommen, Herr Sommer. Sind Sie denn schon in Ihr E-Mail-Eingang? Ja, da bin ich drin. Okay, haben Sie schon eine E-Mail bekommen von mir? Ja. Also ich weiß nicht, ob Sie das sind, da steht kein Name bei. Okay, öffnen Sie mal bitte die E-Mail erstmal. Was steht da? Da steht, sehr geehrter Herr Sommer, Sie erhalten diese Nachricht von Mission Energie mit der Bitte um Unterzeichnung des Wechselauftrages. Richtig. Herr Sommer, jetzt wenn Sie ein bisschen mit der Maus ein bisschen nach unten scrollen, steht, kommt zum Wechselauftrag. Sehen Sie das? Ja. Super, jetzt draufklicken. Ja. Oh. Super. Jetzt sehen Sie gleich so ein süßes, blondes Mädchen, oder? Ich muss das gerade noch mal zurück, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Einen Moment, bitte. Hm? Oh nein. Da steht, die Seite konnte nicht aufgerufen werden aufgrund von Meldungen des Verbraucherschutzes. Haben wir den Zugriff auf die angewählte Internetseite zu Ihrer Sicherheit blockiert? Was ist das denn? Das geht nicht. Normalerweise müssen Sie die aufmachen. Jeder kriegt das ja auf. Ich weiß, ich habe da drauf gedrückt und mein Antivirus sagt mir gerade, dass das gefährlich ist und dass ich das darum nicht aufmachen darf. Okay, einen Moment mal. Herr Stein?
Nee, Sommer ist mein Name. Nein, nein, ich meine nicht Sie. Ich rufe jetzt meinen oberen Chef. Er kennt sich da besser aus. Ich frage ihn jetzt mal, was das Problem da so ungefähr sein sollte. Okay? Jetzt habe ich ja bald mit allen Leuten bei Ihnen gesprochen. Wenn Sie möchten, können Sie auch nochmal mit einer vierten Person sprechen. Wenn sie glücklich macht? Natürlich. Herr Sommer hat die E-Mail bekommen, aber wenn er da drauf steht, kommt dieses Antivirus. Das öffnet sich nicht, das blockiert. Dann muss er den Antivirus freigeben, weil das keine Virus ist. Okay. Herr Sommer, das ist ja kein Virus. Sie müssen da für diesen Virus freigeben. Steht da irgendwo freigeben? Das ist ja von EZ, das sagt ja, Sie können über Ihren Netzwerkadministrator, was auch immer das sein soll, eine Ausnahmeregelung für diese Seite hinzufügen. Der Sicherheitsgewährleistungsanspruch gemäß irgendeinem Katalog besteht dann jedoch nicht für Sie weiter. Haben Sie das auch in Bildform irgendwie? Herr Sommer, eine andere Frage. Haben Sie ein Smartphone? Habe ich was, bitte? Haben Sie ein Handy? Nee, sowas brauche ich nein, nicht. Nein, ne? Nee. Nein. Okay, Herr Sommer, alles gut. Herr Sommer, gehen Sie mal kurz irgendwie von der E-Mail wieder raus und wieder die... Öffnen Sie mal bitte die E-Mail, was ich Ihnen geschickt habe, nochmal. Nochmal? Genau. Also, oh nein. Mal kurz. Oh, jetzt habe ich auf Löschen gedrückt. Oh nein. Alles gut. Können Sie mir, dann schicke ich Ihnen die können Sie die nochmal schicken? Natürlich. Moment. Gut, ist das alles anstrengend? Ja, das haben wir gleich geschafft. Dauert nicht mehr lange. So fast schon eine Stunde. Fast eine Stunde, ja. Wie lange müssen Sie denn arbeiten heute? Wie bitte? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie auch nicht verstanden. Was meinten Sie eben? Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, ich habe gefragt, wie lange ich arbeite. Ja, genau, das war die Frage. Bis 18.30 Uhr. Aber das schaffen wir. Hoffe ich doch. Ja. Herr Sommer? Können Sie mich hören? Ja. Okay. Ich habe jetzt Ihnen eine neue geschickt, weil Sie die eben ja gelöscht haben aus Versehen. Genau, tut mir leid, ne? Okay. Dann will ich doch mal gucken. 18-teiliges Besteckset, das ist aber nicht von Ihnen, ne? Hallo. Herr Sommer, haben Sie die E-Mail bekommen? Hallo? Können Sie mich hören? Jetzt kann ich Sie hören, ja. Okay, weil Sie haben ein Hörgerät, deswegen weiß ich nicht, ob ich lauter oder leiser sprechen soll. Das weiß ich nicht, wie Sie das machen. Okay. Herr Sommer, haben Sie eine E-Mail bekommen, eine neue? Nee, jetzt zur Zeit noch nicht. Noch nicht, dann kommt die gleich. Müssen wir ein bisschen gedulden. Das ist, ich habe Zeit, ich laufe nicht weg, ne? Sie haben Zeit, ich habe die Zeit für Sie extra genommen. Das, ja, ist das kein passt Problem. Doch. Das ist also doch bis 18.30 Uhr schaffen wir das, oder? Ne, ich hoffe doch, weil ich muss zwischendurch auch mal was essen, ne? Natürlich. Haben Sie Hunger bekommen? Ja, die ganze Zeit schon. Ich hatte mir vorhin... Haben Sie schon Also ich habe mir vorhin Kartoffeln auf den Herd. Mit Sicherheit sind die fertig, bis wir mit dem Telefonat dann zu Ende sind. Ne? Dann kann ich das essen. Okay. Herr Sommer, schauen Sie, gehen Sie noch mal in Ihre E-Mail-Eingang rein. Ja. Super. Haben Sie eine neue E-Mail bekommen von mir? Ja, Angebot zum Jahresstart. Die kostenfreie extra Mastercard. Jetzt mit Flink-Rabatt, was auch immer das sein mag. Diese E-Mail von der Mission Energie, was Sie eben bekommen haben und geöffnet haben, haben Sie die nochmal bekommen? Nee, die hatte ich ja versehentlich gelöscht, junge Frau. Das tut mir auch sehr leid, ne? Alles gut, aber ich habe Ihnen ja jetzt eine neue geschickt, vor 2 Minuten. Ach so. Na, aber es ist ja, wo sitzen Sie denn?
Wie bitte? Wo sitzen Sie denn? Also unsere Firma ist in Hamburg. Ja, das ist ja schon mal 800 Kilometer Luftlinie. Da kann das schon mal eine Minute dauern, nehme ich an. Natürlich. Das ist großartig. Sitzt denn der Junge jetzt da zum Lernen mit dabei? Der Herr Leo? Ja, oder wie auch immer der heißt, das weiß ich ja nicht. Ja, der sitzt hier in meiner Nähe und schaut gerade, was ich so alles mache, wie ich das mache, damit der das lernt, richtig? Das ist großartig. Das finde ich gut, dass Sie da auch Berufsausbildung anbieten. Ne? Natürlich, er hat auch erst neu angefangen und er muss das alles lernen. Na klar, das gehört dazu. Natürlich. Wie lange braucht man denn bei Ihnen? Wie lange geht denn die Ausbildung? Wie lange die Ausbildung geht? Ja. Ja, kommt natürlich an. Also man kann die Ausbildung immer für 2 oder für 3 Jahre machen. Es ist, also gibt es auch wie beim Kaufmann, sagen wir so, 2 Abstufungen. Nee, genau, wenn Sie Kaufmann im Einzelhandel Ausbildung machen möchten, gibt es ja auch immer. Man kann das verkürzen, man kann das verlängern, aber der Kollege ist noch in der Ausbildung. Das ist gut. Ich bin ja schon Chefin geworden, ne? Das haben Sie gut gemacht, ne? Wie lange sind Sie da schon dabei? Ach, ich bin schon so lange, ich bin schon seit 10 Jahren in diesem Job. 10 Jahre schon? Ja, Mensch. Ist viel, ne? Das ist ordentlich, ne? Und dann kennen Sie den Kai-Uwe, kennen Sie ja aber, ne? Weil der hatte ja so vor... Der Kai-Uwe, ob Sie den kennen persönlich? Weil der hatte ja so vor 10 Jahren ungefähr auch so seine Hochzeit. Der Kai-Uwe war mal hier in der Abteilung, aber ist jetzt in einer anderen Abteilung. Aber so persönlich kenne ich ihn nicht. In welcher Abteilung ist er denn gewechselt? In der... Welche Abteilung? Ja. Ja, der ist in der Abteilung zu TEAG. Zu was? Wir haben ja hier mehrere Anbieter und jede Abteilung hat ja immer verschiedene Anbieter. Ich bin ja für die Stadtwerke Krefeld zuständig und der Herr Kai-Uwe ist für TEAG-Anbieter zuständig. Ach so, ich habe Klärwerk verstanden. Der ist teurer, ich bin günstig. Ach so. Ja. Also hier ist immer noch nichts angekommen. Ist immer noch nichts. Okay, ich schicke ihn nochmal. Warten Sie mal. So. Herr Sommer, gehen Sie mal bitte jetzt von Ihrer E-Mail-Eingang einmal raus und wieder rein. Was soll ich machen? Einmal von der E-Mail bitte rausgehen. Wie mache ich das denn? Wie Sie das machen, gehen Sie also die Maus, also von der E-Mail komplett mal raus und wieder in Ihre E-Mail-Eingang rein. Das wissen Sie auch. Achso, ich soll die Maus freilassen? Nein, die Maus nicht freilassen. Die Maus soll unter Ihrer Hand sein. Das ist richtig. Achso. Weil hier steht jetzt, wenn ich versuchen möchte, mich abzumelden, darauf wollen Sie ja hinaus, ne? Nein, nicht abmelden. Achso, bitte. Sie sind jetzt in Ihrer E-Mail-Eingang. Ja, da steht, mach Klick auf die 3 gelbe Kasten unten. Das sind aber nur 2. Nein. Ist das alles extrem verwirrend? Alles gut. Herr Sommer, Sie haben doch eben die E-Mail von mir bekommen, die ganz am Anfang war. Die erste E-Mail, die ich Ihnen geschickt habe, haben Sie doch bekommen, oder? Ja. Genau. Wie sind Sie in diese E-Mail reingekommen? Naja, öaol.com. Richtig. Jetzt machen Sie das bitte das Gleiche, damit Sie die E-Mail bekommen von mir. Ja. Also ich habe da jetzt was bekommen. Pullover mit Rollkragen. Cappuccino, Herrenpullover mit Rollkragen und Schlüsseltresor. Nein, ich habe keine Pullover geschickt. Bitte? Herr Sommer, ich habe es nicht verstanden. Nein, das mit Pullover war ich nicht. Diese Pullover habe ich nicht geschickt. Also ich hätte, wenn dann doch, gerne den roten, weil braun ist nicht so meine Farbe. Aber was hat das mit dem Strom zu tun? Nein, Herr Sommer, kein Pullover, Stroh. Stroh? Strom. Kein Pullover. Diese E-Mail ist nicht von mir mit diesem Pullover. Nein. Ja. Okay. Ach, da ist es. Ich hab's gefunden. Haben Sie? Das sieht genauso aus wie vorher, ohne dass ich habe ein telefonisches Gedächtnis. Ich kann mir das ganz gut merken. Das sieht gut aus. So, und was soll ich jetzt machen? Herr Sommer, jetzt öffnen Sie bitte diese E-Mail. Ja. Okay. Jetzt
gehen Sie wieder auf diesen Wechselauftrag. Ja, dann machen wir das mal. Genau. Ja, das gleiche wie vorher. Das ist gefährlich, das zu öffnen. Ja, jetzt müssen Sie bitte trotzdem öffnen. Sie müssen diesen Virus freigeben. Also ja, wie mache ich das denn? Drücken. Da ist nur, da ist ein roter Bildschirm mit einem Ausrufezeichen. Zugriff verweigert. Kontaktieren Sie, steht ganz unten, Ihren Netzwerkadministrator. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich habe ja von sowas keine Ahnung. Das hat ja mein Enkel hat das ja eingerichtet. Ihr Enkel hat das. Ja. Klicken Sie jetzt trotzdem mal drauf, Herr Sommer. Auf wo denn? Wo denn? Was, bitte? Was sehen Sie denn jetzt da? Was lesen Sie da? Das ist ein Fenster und das ist da, was ich Ihnen vorhin schon vorgelesen habe. Hier Verbraucherschutz, unsichere Quelle, Zugriff gesperrt, kontaktieren genau, Sie. Steht da jetzt, ne? Ja, ja, genau. Kontaktieren okay, Sie zu. Bitte? Steht da auch Zugriff erlauben? Wenn Sie davon ausgehen, dass es sich dabei um einen Fehler handelt, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator zur händischen Freigabe. Genau, da steht ja Freigabe. Einfach drauf tippen. Soll ich das markieren? Soll ich Ihnen da ein Bild von schicken? Nein, Sie müssen kein Bild schicken, Herr Sommer. Einfach mal drauf klicken, also auf Freigabe tippen. Klicken mit der Maus. Nee, das ist nicht, das ist nur zum Lesen. Das ist jetzt nicht so, wie man das... Das ist nicht wie bei der E-Mail, dass das so blau dann, dass man da weiß, dass man draufdrücken kann. Das ist ein Hinweis, sag ich mal, da kann ich nur auf jetzt schließen drücken. Das ist ja auch merkwürdig. Hallo? Herr Sommer, bei dieser E-Mail ganz oben steht doch Nurpli-E-Mail-Bestätigung, richtig? Ja, ja, im Betreff steht Wechsel Ihres Stromvertrages. Wechsel Ihres Stromvertrages, richtig. So. Oh, warten Sie mal, da kommt gerade meine Frau mit dem Enkelsohn nach Hause. Soll ich den holen? Holen Sie den mal. Ja, können Sie einen Moment warten, bitte? Ich warte. Bin gleich wieder. Tut mir leid, ne? Alles gut. Machen Sie nur. Hallo? Hallo? Ja, ich zeige ihm das jetzt mal. Ne? Nur nicht, dass Sie denken, dass ich selbst Gespräche führe, ne? Schau mal. Um Gottes Willen, Herr Sommer. Was will ich mir denn angucken? Ja, ich will ja im Prinzip diese E-Mail aufmachen. Und dann gucken wir diese Mail. Ich habe aber die Frau am Telefon. Das ist kein Verlust. Lass mich da mal gucken, bitte, Opa. Darf ich mich mal hinsetzen? Da? So, mit wem hast du denn da gesprochen? Ja, da ging es ja um Stromvertrag. Was ist denn mit deinem Strom? Ja, das wird jetzt günstiger, sagen die. Von wo haben die denn angerufen, Opa? Weiß ich nicht mehr. Ist sie da noch dran? Ja, warte, gib mal her. Was? Siehst du, da ist ja hier die Telefonnummer von denen, ne? Und dann kannst du, wenn du sowas hast, einfach mal hier die Telefonnummer reinschreiben. Und dann ist nämlich das Erste, was du siehst. Gib mal her. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich da jetzt? Ich bin der Dorian, wer sind Sie? Herr Dorian, ich bin die Frau Glück von der Mission Energie. Toll. Und es geht jetzt... Wie bitte? Toll, habe ich gesagt. Super. Herr Dorian, Sie können... Sie kennen sich doch bitte mit der E-Mail besser aus, oder? Von dem Opa? Ich habe das für den Opa alles eingerichtet. Super. Herr Dorian, gehen Sie mal bitte jetzt in die E-Mail-Eingang von dem Opa mal rein. Da muss eine E-Mail von mir... Ja, wir haben das hier offen. Ich habe das gerade alles schon gesehen. Super, was sehen Sie denn gerade? Er hat irgendwas mit Virusfreigabe gegeben, deswegen. Genau. Acid hat ihren Link blockiert, weil der ja Verbraucherschutz warnt ja vor Ihnen. Richtig, aber das ist ja kein Virus, das ist ja ein Vertrag von der Stadt Birgit Krepel. Sie müssten wahrscheinlich jetzt diese
Freigabe mal drücken, wenn das da irgendwo steht, damit der weiterkommt? Genau, dann müsste ich mich in den Admin-Zugang einloggen und dann kann ich das freigeben. Können Sie das bitte machen? Warum sollte ich denn? Weil es ja jetzt um einen Wechsel geht von dem Opa, damit der jetzt wieder spart beim Strom und beim Gas. Und deswegen muss er das ja erstmal sehen mit der E-Mail. Mir kommt Ihre Stimme total bekannt vor. Woher kenne ich denn Ihre Stimme? Meine Stimme? Ja. Weiß ich nicht. Haben Sie schon mal mit mir gesprochen? Nein. Nee, ich habe noch nicht mit Ihnen gesprochen, aber ich glaube, ich habe die Tage erst gerade bei Telefonziege ein Video gesehen, wo er Sie verarscht hat. Kann das sein? Wie bitte? Das ist doch hier so ein komisches Stromcallcenter. Ich habe gerade mal Ihre Telefonnummer bei Google eingegeben. Der Verbraucherschutz warnt vor Ihrer Telefonnummer. Aggressive Werbung und Belästigung. Steht hier. Herr Dorian, also es gibt... Mensch Opa, da habe ich ja echt Glück gehabt, dass ich gerade nach Hause gekommen bin. Guck mal, was der Verbraucherschutz hier schreibt. Stromanbieter aus Hamburg, aggressive Werbung, sehr unseriös nicht annehmen. Guck mal, was du dich da fast reingeritten hättest. Schämen Sie sich eigentlich gar nicht, sowas mit meinem Opa zu machen? Entschuldigen Sie bitte, Herr Dorian, also den Opa jetzt nicht angerufen, Sie zu ärgern oder sonst was. Ah, das ist ja frech, sowas. Schämen Sie sich das nicht? Das ist die Frechheit. Doch. Nein, warum soll ich mich denn schämen? Ich mache doch nur meinen Job. Ja, das machen Sie, das höre ich. Meinem Opa das Geld wegnehmen, das ist ja nicht nett. Das Geld bekomme ich aber nicht von dem Herrn Sommer, das ist schon klar, ne? Es geht ja hier um einen... Ist das mies? Ist das mies? Ganz gut auch verstanden. Oh, ist das eine miese Sauerei, sowas. Opa, warum fällst du immer wieder auf sowas rein? Ich hab dir gesagt, du sollst nicht ans Telefon gehen, wenn wir nicht da sind. So, was soll ich denn machen? Man will ja auch mal Geld sparen. Ja, aber glaubst du nicht wirklich, dass du da Geld sparst? Guck mal, was der Verbraucherschutz über diese Leute schreibt. Da gibst du hier diese Telefonnummer ein und dann steht hier eine Seite, zwei Seite, drei Seiten, vier Seiten, fünf Seiten, sechs Seiten, die vor dieser Telefonnummer waren. Also Opa, das sind so diese die Grundlagen, die musst du halt echt noch lernen. Weil so wird das nichts. Guck mal hier, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Herr Dorian, also ich glaube, Sie haben mich jetzt ein bisschen falsch verstanden. Also wie gesagt, ich tue den Herr Sommer irgendwie, er zickst da was böse oder sonst was. Hallo? Sie sind gerade gehühnert worden. Oh, ist das toll. Das muss ich gleich auf YouTube hochladen. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Wer sind Sie denn? Ich bin der Dorian. Sie sind der Dorian. Und mit Nachname? Das geht's überhaupt nichts an. Das geht mich nichts an, super. Ja, hat nicht geklappt mit meinem Opa. Seit einer Stunde redet ihr, Opa. Alter. Ja. Wer schreit denn da so im Hintergrund? Das ist ein typisches Assi-Callcenter. Wie bitte? Das ist eine Spinnerei, der will deinem Opa nichts Gutes tun, sondern nur Schlechtes tun. Und da ist der Ahmed im Hintergrund. Hallo Ahmed! Tschüss. Wie ist das Wetter in Antalya? Über eine Stunde. Oh geil, der Typ klatscht im Hintergrund vor Verzweiflung. Ganzes Callcenter verarscht, die ganze Mannschaft. Geil, Freunde, geil.